Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Bard's Tale 2 The Destiny Knight. Wir sind in den Tubes, Level 2, genau, waren wir jetzt mal gerade angekommen. Und wollen uns hier jetzt mal ein bisschen umschauen. Wir spielen jetzt inzwischen die Version 2.08, die allerdings nicht mehr so viel geändert hat. Gucken wir doch mal. Detect some movement. Das ist alles nicht so schlimm. Engine enemy. Ice holes. Na, immerhin sind es keine. Das sind Ice holes. Deathman. Ach, komm. Fällt. Ghosts. Ancient enemy. Ihr seid Eisholz. Okay. Wer hätte das gedacht, dass Eisholz so aussehen? Ah, ja. Und wir finden eine Blood Axe, die wir nicht brauchen. Okay. Hier, das ist ja das, was im Level drüber genauso aussah. Hier müssen wir uns allerdings um nichts groß kümmern. Stattdessen wollen wir hier möglichst schnell raus. Undead Fred. Hallo, Undead Fred. Undead Fred schlagen wir mal tot. Oh, ihr könnt ab Breath Attack. Okay, schön. Okay, scheint ja so viel nicht zu machen. Allerdings, bei uns macht das ja sowieso nicht so viel. So, jetzt kommen wir mal nach vorne. Kommt, ja, gibt es nicht. Wollt ihr auch nach vorne kommen oder bleibt ihr da stehen, weil ihr Breath Attack habt? Ja, bleibt da stehen, weil ihr Breath Attack habt. Das ist gar nicht doof von euch. Da ihr allerdings nicht zurückgeht, wenn wir nach vorne kommen, ist das jetzt euer Ende. Ich weiß, dass wir das nicht können, dass die Engine das nicht zulässt, aber ich wollte es nur mal erwähnen, wie viel fortschrittlicher oder um wie viel fortschrittlicher einem das Kampfsystem von Pool of Radiance seinerzeit vorgekommen sein muss, als das ein Jahr später erschienen ist. Da ist ein Portal näher, das ist ja hochinteressant. Ah ja, das ist so ein Drecksportal. Das ist so ein One-Way-Ding. Wie genau das funktioniert, weiß ich nicht. It's magic. Wir wollen stattdessen mal hier durch. Scratchings on the wall. Read. The strange mage wants two words. What TR did in answer to the paradox and what word he said at the end of things. Ganz wichtig. Merken wir uns. Haben wir uns gemerkt. Alles ist gut. Gut. Dann können wir hier jetzt mal weitergehen. Cast 6. Rap, zap. Wupp, wupp. Spinner ahead. Something special. Das sieht ja alles ganz hervorragend aus. Dann machen wir dann einfach nochmal ein paar Mal Trap, zap. Boing. Nimm. Come on. Spiel. So. Sehr gut. Spells Waver. Okay, das kann also nur da sein. Da muss also Anti-Magic sein. Also wollen wir nach hier. Weniger, weil Anti-Magic so schlimm ist, einfach nur, weil es unglaublich lästig ist. Okay. Gut. Das war ein unangenehmer Raum. Mhm.
erstmal some Movement. Kann ich da behaupten? Zombie Kings. Gucke an. Drei Stück gleich. Okay, na, das gibt politische Schwierigkeiten. Banders. Banders. Naja, warum denn nicht? Warum denn nicht? Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Okay. Kate's Axe. Okay, mehr Äxte, die wir nicht brauchen. Tag zum Movement und wir finden Wackmongers. Okay, also habt ihr einfach nur auf die Tastatur geschlagen, aber Wackmongers, was über das? Hat bestimmt eine tiefere Bedeutung und irgendeinen mythologischen Hintergrund, den ich nicht kenne. Manche Namen sind echt ein bisschen albern. Movement, ja. Ghost, Deathman. Ich meine, Deathman, okay, da haben sie nicht auf die Tastatur geschlagen, aber ich meine, das ich sag mal, intellektuelle Erlebnis, das dabei rausgekommen ist, ist ja ähnlich. Also, ob sie nur. Deathman. Hallo, ich bin der Todesmann. Das ist ja. Wailing Spectres, okay. Ghost, Birdmage, gucken. Wie die sich so halten. Du musst ein Mensch den Kill sowieso alles zaubern. Okay. Naja, haben wir die Monster mal gesehen. Das ist ganz nett, dass das Spiel dann umschaltet, wenn man eine hintere Gruppe, also weiter wegstehende Gruppe mit dem Zauber trifft. Das hat das Original leider nicht gemacht. Da hat man immer nur den ganz vorne stehenden gesehen. Something special, das glaube ich. Ich weiß sogar, hier ist sogar was wirklich special ist. Hier ist nämlich ein Old Man. Jetzt hast du, I'm the Keymaster. Ach, du bist der Bruder von ihm oder bist du derselbe oder nur der gleiche? I have something to sell you for the low price of 50,000 gold pieces. Lass mich raten, ist das ein Key? Ja. What say thee? Bye, wir haben 3 Millionen, 3,1 Millionen. Da können wir dir 50.000, das ist so ein bisschen, ne? Kein Ding. Bei einer Alternative hätten wir dir auch einfach nur ein von uns signiertes Buch geben können, aber das wäre unfair. Receipt Master Key, sehr schön. Wir haben jetzt einen Master Key, den hast du aber nicht, ne? Den hat irgendwer. Ach, wir haben ja gemeinsames Inventory. Ja, schon wieder so lange her, dass ich gespielt habe. Wir haben jetzt einen Master Key, das heißt, der macht einige Türen auf. Der macht nicht alle Türen auf. Also alle, in die wir nicht rein können, für die wir sozusagen Plot-Items brauchen, aber er macht. Also es ist vom Prinzip einfach nur eine neue Art von Schlüssel. Es könnte sein, dass der in Städten alle Tore aufmacht, aber dass es manche Bereiche gibt, die nicht von Toren verschlossen sind. Irgendwie sowas war das. Also er bringt uns was, aber er bringt uns auch nicht. Braucht man ihn? Bin mir gar nicht mal sicher, ob man ihn unbedingt braucht. Deathmen, Death Ghouls. Also bitte. Ghost cast Dragon. Ghosts können zaubern. Guck an, wieder was Neues. Nur solange sie uns nicht drainen, können sie uns bezaubern, können sie uns solange sie wollen. Ich meine, drainen können sie uns vom Prinzip auch. Das ist ja hier nicht so schlimm wie in AD&D. Können wir dann. Nein. Crypt Knights. Really? Also, Zombies sind Crypt Knights. Naja. Blub, 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 blub. So. Fight. Defend. Defend. Fight. Range. Oh, okay. Dankeschön. Mithril Chain, okay. Allen ist noch nicht so wichtig, aber mal gucken, ob es hier auch ein, ich sag mal, Chef
Toten, Untoten gibt. Ich meine, sind ja immer in den Tombs, da muss es ja irgendwie irgendwas, irgendwas geben. Ah, das ist something special. Ja, da waren wir schon. Da ist jetzt nichts mehr, Spanner Voyagers ist schon noch immer noch was Specialiges. Allerdings muss uns das nicht interessieren. Dust Wizards, Wreckmongers, ja, das haben wir jetzt alle schon gesehen. Macrons. Okay. Macron. Makronen? Franzosen? Ich weiß nicht, was das ist. Boxt das? Alles ganz komisch. Kennen wir nicht. Bringen wir um. Eine Dante Pferde werfen, das ist immer sehr schön. Something special, okay, das ist jetzt was anderes. Movement ahead. Makronen, Black Skulls, ne. Also gegen Green Skulls oder Red Skulls, aber Black Skulls, ne. So, oh ja, das ist ein schöner Baum hier. Das müssten Spep und Trainer gewesen sein, ja. Okay. So, und warum haben wir das alles gemacht? Damit wir hier mal quicksaven können. Hallo? Ist wer da? You entered the chambers of the dead king. Das heißt bestimmt nichts. He doesn't look too pleased to see you. Ja, vor allem sehe ich ihn nicht. He screams a curdling battle cry and heads your way. Ja, wie er sich in diesem 3x3 Meter großen Raum vor uns bisher verstecken konnte, ist ungeklärt, aber da, hallo, du siehst lustig aus. Not again, you moan, as you fed the dead king. Ach, nur ihn. Okay. Oh, kannst zaubern. Hochinteressant. Allerdings haben wir eine Spectre Snare, das bringt ziemlich alles um. Dann bringen wir jetzt noch den Drachen um, das dürfte ja auch kein Problem sein. Ja, ja, ja. Oh, ist ein Problem. Dann machen Ranged Attack. Okay. Wir finden einen Teleporter. Journal. Baduf. Badum. Okay. Da hätten wir auch zu Fuß hingehen können, hier irgendwie lang. Oder nicht hier lang, hier unten hätten wir da, glaube ich. Ja. Ich glaube, da wären wir auch hingekommen. Mal gucken. Wo sind wir hier zur Hölle? Hier sind wir. Ups. Guten Tag. Scratchings on the wall reach. He was told to burn and in that paradox knew a multitude of solutions. Okay, he was told to burn. Wir sollen ja herausfinden, was wir wissen ja noch gar nicht, wie er heißt. TR. Getan hat, in Antwort auf das auf den Widerspruch, also quasi in das Paradoxon bedenkend, und was er gesagt hat. Wir haben jetzt also eine Ahnung, was er getan haben könnte. Also wir wissen zumindest, was er tun sollte, nämlich zu brennen. Okay. Weather. So, hier ist ja wieder alles voll mit Teleportern, ne? Und wir wollen jetzt mal gucken, dass wir hier den richtigen nehmen. Ich meine, wir können jetzt aber einfach hier uns durchfacedoren. Ich glaube, das geht. Nur mal gucken, ob es geht. Ja, geht. Okay. Müssen wir aber nicht machen, ist unfair. Wailing Spectre. Benders, Death Ghoul, Spirit Mages. Danke, nein. Aber wisst ihr was? Wir machen hier jetzt doch Face Door, weil dieser blöde Dead King hat uns nämlich
ein Raum zu weit teleportiert. Hier, das sind alles so 3x3 große Räume hintereinander. Und in diesem mittleren ist jeweils was drin. Also manchmal auch nicht, aber manchmal ist ein Hinweis drin. Und wenn wir zu Fuß gegangen wären, wären wir irgendwie hier runter, hier durch, wären hier reingekommen und wären von hier gekommen. Dann wäre das der erste Raum gewesen und da ist nämlich was. Und da ist ein Teleporter. Sehen wir den? Nee, den sehe ich nicht. Da müsste aber einer sein. Deswegen gehen wir sicherheitshalber mal hier rum. Kümmern uns nicht um die und gehen hier rein. The great tea had at the end of things to beg with a kind word. Okay. Okay, na gut, das ist, denke ich, da kann man sich jetzt, das ist für mich eindeutig. Also wir brauchen zwei Worte. Wir wissen, dass das eine irgendwas mit einem Paradoxon zu tun hat und er brennen sollte und das andere at the end of things to beg with a kind word. Ja, please. So, wenn wir da reingehen, teleportieren. Ja, der ist tatsächlich unsichtbar. Der hat uns auch dahin teleportiert, okay. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob das im Original so war. In meiner Karte steht es nämlich nicht. Es könnte sein, dass er das, warum auch immer, nachträglich. Na, warum? Egal. Will ich eigentlich noch? Ja, da haben wir noch einen Hinweis. Den gehen wir nochmal zurück. Wir gehen nochmal zurück. Ist ja alles kein Problem für uns. Wir können ja cheaten mit Facedor. So. Hier ist ein unangenehmer Raum. Spinner, Wavers und alles Mögliche. Und Zombie Kings und Makronen. Anti-Magic in der Mitte ist ein Spinner. Jetzt gucken wir nach Norden. Jetzt gehen wir mal. Sind wir immer noch? Ja, so ist richtig. So. Boxes, lass mich in Ruhe. Müsste wieder Anti-Magic sein. Jetzt müssten wir draußen sein. Treffen Black Skulls. Ihr seid Eisholz. Okay. Wollen eigentlich nur mal hier hingucken. Hier ist nämlich ein Magic Mouth. The test of time is laid to... Also deswegen glaube ich nämlich, dass dieser Teleporter nicht im Original war. Das überspringen wir jetzt. Also das hätten wir zum Beispiel sonst übersprungen. Das ist... also vom der Levelaufbau suggeriert, dass dieser Teleporter da vom Dead King draußen da eigentlich nicht sein sollte. Aber vielleicht... erinnere ich mich falsch, beziehungsweise meine Karten sind falsch. Vielleicht gab es den Teleporter, also und vielleicht gab es ihn auch nur in der PC-Version nicht, weil er nicht funktioniert hat. Ist ja alles denkbar seinerzeit. Allerdings vom Level-Design Sinn ergibt er nicht. The test of time is laid to waste the power of the true wand. Only the one can save it, yet at the cost of losing his old life. Okay, gut, das kann man auch überspringen, das ist nämlich nur Blabla, aber trotzdem, wir wollen es natürlich auch wissen. Hier ist Anti-Magic und hier ist eine Tür und hier wären wir von hier, wenn wir hier runtergegangen wären, wären wir hier reingegangen und wären wir hier reingekommen. Das machen wir jetzt nicht, wir gehen jetzt nach hier. Und machen wir den ganzen Kram an. Cat Eye. Habe ich nicht eigentlich schon Batch Spell? Weiß ich gar nicht mehr. Habe ich schon Batch Spell? Batch Spell? Habe ich schon. Okay, gut. So, Teleport. Teleport. Jetzt sind wir da. Da oben ist wieder ein Teleport. Dann sehen wir immer noch nicht. Gucken wir mal hier rein. Hier ist nichts. Oh. Da war eine Falle. Gut, habe ich nicht gemerkt.
Teleport. Ah. Ja, Hitbound Journey, hab's gemerkt. Das haben sie immerhin tatsächlich angepasst. Das geht jetzt ein bisschen schneller. Ja. Hier ist der nächste Teleport. The Great One knew success at all points. Defeat was never etched on his destiny. Whatever. Teleporter. So. Und der letzte Hinweis. Trakeams. Okay, der war das. Also, Trakeams Task was always reversed. This is the paradox. Yep. Okay, jetzt kann man mit ein bisschen. Es ist nicht, also, ne, es ist nicht so ein Rätsel, wenn man das heute kennt. Es ist halt ein Rätsel aus den 80ern. Da war es nicht immer alles hundertprozentig eindeutig, sondern es war nicht unbedingt schlechtes Game Design, wenn der Spieler A. nachdenken, B. auch um die Ecke denken und vor allem C. auch mitunter ausprobieren musste. Solange das halt nicht im Übermaß geschehen musste, war das durchaus Teil eines guten Rätseldesigns. Aus irgendeinem Grund gilt das ja heutzutage als verpönt, wenn es nicht so eindeutig ist, dass man auf gar keinen Fall mehr, also man darf auf gar keinen Fall mehr ausprobieren müssen, habe ich manchmal den Eindruck. Was natürlich das Problem erzeugt, dass es dann sehr eindeutig sein muss und das wiederum das Problem erzeugt, dass manche Leute halt wenn es für alle eindeutig sein muss, muss es also für den Dümmsten eindeutig sein. Und das bedeutet, dass es für die nicht so dummen dann meistens etwas lahmarschig ist. Das ist so meine Erklärung dafür, warum in vielen Spielen heutzutage mir, oder nicht nur mir, wir wollen nicht arroganter klingen, als wir sind, vielen, was ich immer wieder lese, die Rätsel weniger fordernd vorkommen. Das gilt sicherlich nicht für alle Spiele, aber so Spielen, also ich finde gerade bei Spielen, wo Rätsel eher so Nebensache sind, also für Puzzle Games gilt das natürlich nicht, da gibt es inzwischen ja richtig gute, so gute, wie es früher nie gegeben hat, meines Erachtens, hallo, aber auch ganz neue Konzepte, aber so in Spielen, wo Rätsel eher so Nebenbeschäftigung sind, da habe ich den Eindruck, die haben an Problemfülle abgenommen. Aber ist mal ein bisschen Konversation, was ich hier mache. Müsst ihr nicht weiter ernst nehmen. Wo will ich eigentlich hin? Ich will irgendwo hin. Also lass mich doch mal, ich will auf die Karte gucken. Ancient Enemies und ja, damit wir dann mal Ruhe haben hier. Attack. C. D. Cast. So. Okay, auch in 2.08 haben sie es noch nicht geschafft, Singular und Plural auseinanderzuhalten. Das heißt immer noch A Arrows. Okay. Das ist eine schwierige Abfrage, die man da einsetzen muss. Ne? Irgendwo. Okay, wo will ich hin? Habe ich schon vergessen. Wir waren da unten, waren wir überall. Wir wollen. Wir haben den Hinweis. Trakeams Task was always reversed. This is the paradox. Ja. Und, er sollte brennen. Naja. Mhm. Was ist dann da das etwas im Gegenteil oder umgedrehtes davon ist erfrieren. Also ist die Lösung des Rätsels Freeze, please. Allerdings ist das bisher noch keine. Und es hat noch einen Zufall, dass es sich reimt, was in Bartzell-Spielen auch immer sehr gerne genommen ist. Aber das ist einfach. Ich will hier durch diese Räume durch. Das ist doch gar nicht so schwer, Pux.
666, haha, lustig, habe ich verstanden. Wir rennen aber trotzdem weg. War wahrscheinlich nur Zufall. Darkness, natürlich. So, Darkness, buff. Buff. Zum Glück keine Anti-Magic und Darkness. Darkness alleine ist nicht schlimm. Schlimm ist Darkness mit Anti-Magic und Spinnern. Weil solange Anti-Magic geht, solange es nicht Anti-Magic ist, können wir nämlich sowas Praktisches sehen da. Und selbst wenn wir es nicht grafisch sehen können, würden wir ja die Nachricht bekommen, der ist a Trap. Autsch. Autsch. Wir hören uns ausprobieren. Können wir unseren Trap-Spell überholen? Das würde mich mal interessieren. Trap-Zap. Nee, können wir nicht. Natürlich nicht. Ist ja ein Time-Based-Game. Also, was heißt natürlich nicht? Könnte ja trotzdem gehen, aber geht nicht. Ergibt da einen gewissen Sinn. Ich fand das immer albern über den Spielen. Was war das? Eye of the Beholder war dafür ja bekannt. Und ich glaube, Dungeon Master auch, aber da bin ich mir nicht sicher, das haben wir ja nicht gespielt. Dass man einen Pfeil abschießen konnte und sich quasi selber in den Rücken schießen konnte mit einem Pfeil oder mit einem Feuerball. Beim Feuerball macht man es ja noch verstehen, weil es ist irgendwie Magie, da weiß man nicht, wie das funktioniert und so weiter. Aber bei einem Pfeil, das ist schon eine ziemliche Leistung. Also die Leute, die es wirklich geschafft haben, sich selbst mit einem Pfeil in den Rücken zu schießen, die kann man, glaube ich, an einer Hand abzählen, wenn man im Sägewerk gearbeitet hat. Also das können nicht so viele sein. Okay, jetzt sind wir endlich raus hier. Dann können wir wieder Cat Eye. So. Okay. Habe ich hier noch irgendwas übersehen? Glaube nicht. Dann gehen wir mal ins nächste Level, würde ich sagen. Der ist an hier. Da waren wir hin. Boxer, Benders und Death Ghouls. Ne, nicht so wichtig. Stairs going down. Do not detect them, aber immer. Spin ahead, detect movement ahead. So. Ja, ist Tubes Level 3, wie man sich denken kann. Hier wird die ganze Sache jetzt langsam unangenehm. Hier werden wir nämlich die erste Snare of Death antreffen. Die allerdings noch eigentlich nicht unangenehm ist, sondern eigentlich sogar sehr angenehm, nämlich sehr, hallo? Hier, Vampires, Ancient Liches, Death Dragons. Okay. Sind das nur untote Drachen oder sind das Drachen, die Critical... Nee, die können keinen Critical Breath Attack haben, oder? Wollen wir mal ausprobieren. Also Vampire kann schon mal dingsen, das ist schon mal nicht gut, deswegen machen wir den schon mal weg. Und mit Dingsen meine ich natürlich, wie sich jeder denken kann, Dingsen, also Stonen und Drainen. Cast. Reimfang. Okay. So richtig tot saht ihr nicht aus. Ancient Litchi. Litchi ist weg. Vampire. Es ist Stone. No Effect, Vector Touch, okay, Prime Summoning, okay, kannst du ruhig machen, Vacuum's Wizard, wow, okay, wir sind so antimagisch, das stört uns überhaupt nicht, und dann, okay, die haben jetzt schon ein bisschen mehr Hitpoints, okay. Demon ist leider schon verunfallt, können wir also, das war ja noch ein Standard-Dämon, und wir finden, nix, so, dann mache ich mal einen Schritt, damit wir hier nicht mehr auf dem... Das war eine Zufallsweg. Wir haben hier mehrere Sachen. Wir haben hier erstmal... Ich meine, das können wir ja noch machen. Wir können ja mal speichern. Wir haben hier ein Room Maze. Das ist ganz grausam. Das ist nämlich ein Room Maze, das ganz schön groß ist. Das ist dieser ganze Bereich hier. Witz, 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 witz.
Das ist ein Roommate aus einzelnen Räumen. Und wir wollen... Und natürlich muss man hier noch ständig kämpfen. Zum Glück weiß ich aber, wo ich hin will. Glaube ich. Ancient Liches, Sea Scarabs. Okay. Ja. Evildoers. Crypt Killer. Was will man denn mit einer... Wieso willst du denn eine Crypt Desiccator? Okay, das ist... Nee. Das ist ja nicht... Soulsuckers. Alles, was weiter als 40 Fuß weg ist, ist doof. Weil ihr seid Desiccators. So habe ich mir Desiccators immer vorgestellt. Zyklone. Mhm. Fight. Attack. Hide. Cast Rhyme. Ich meine, ich wiederhole mich da gerne. Das ist für eine Party, die in diesem Spiel neu angefangen hätte, wirklich ganz schön lästig schwierig hier. So, wir wollen jetzt hier. Something special. Age before all others, when time is short. For the last must be first. Ganz wichtig. Und das Dumme an diesen Roommates ist, dass hier noch mehrere Hinweise drinstecken und wir die alle brauchen. Und wir kommen da aber am besten hin. Wenn wir Evildoers Medak, whatever. Das Dumme ist, es gibt hier eine Tür, das sind aber, glaube ich, vier Felder. Ja, okay, das Roommate ist vier Felder hoch. Es gibt hier an irgendeinem Ort eine One-Way-Door, die dazu führt, dass wir alles nochmal machen müssen. Und die geht nach Norden. Da, also auf der vierten Reihe, also auf hier, wo wir sind, auf keinen Fall nach Norden. Also zumindest nicht, bevor wir nicht alle Hinweise haben. Versuchen wir mal grob in die Richtung zu gehen. Eine ganze Menge Tungards. Oh, das sind so viele, da können wir mal ein bisschen... Erfahrungspunkte sammeln. Weiter. Yep. Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, warum manche Rezensenten die Zufallsbegegnungen in diesem Spiel oder wo es vielen Leuten so gegangen ist oder Rezensenten so gegangen ist, dass die Zufallsbegegnungen wirklich angefangen haben zu nerven. Liches Thrashers, okay. Mal hoch, rüber, runter, rüber, runter, rüber, hoch, hoch, whatever. Falsch. Neuner. Das sieht gut aus. Das war genau. Das ist so wichtig. Ne, da kommen wir von oben rein. Ich meine, können wir es faken? Also cheaten? Oh, gut. Geht nicht.
Ah, sagt uns bestimmt der Skull hier. Ja, Porter Kane cannot target here, Face Dog cannot cast. Sehr schön. Sonst wäre das auch ein bisschen albern. Doomguard, Cyclone. So, hier wollen wir hin. A party of sick people might escape where the healthy fail. Okay. Okay, ich will mal. Das haben wir. Das haben wir. One flame and ancient grip might cause the cloudy one to slip. Auch wichtig. Also alles wichtige Hinweise. Okay. So, hier sind wir jetzt fertig. Jetzt können wir hier. Nee, wir sind noch nicht fertig. Eine Sache müssen wir noch machen. Okay. Aber zum Glück, hier ist jetzt die Minimap wirklich sehr praktisch. Das macht die Sache doch angenehm schnell. Verlauf mich trotzdem. Yep. Es gibt auch tatsächlich nur einen Weg. Hm? So. Hier in den Ecken dieser Räume müssen wir aufpassen, beziehungsweise manchmal. Nee, gar nicht wahr. Das ist direkt hinter den Türen, sind Teleporter. Also wir brauchen hier auf jeden Fall Sesi. Aber nicht bei allen. Hier zum Beispiel nicht. Da ist nur ein Spinner. Das ist nicht weiter schlimm. Something special. Das ist ein Teleporter. Shadow Shifts? What? Bitte, bitte, bitte. Shadow Shifts. Du bist Shadow Shrift, ja. Gut. Tot bist du. Also versteinert, was aufs Gleiche rauskommt. Okay, so. Also hier müssen wir aufpassen. Hier ist. Nee, hier ist nur ein Teleporter-Ziel hinter. Der eigentliche Teleporter ist da. Da, also hier. Den wollen wir aber nicht benutzen. Wir wollen. There's nothing special. Here's something special. Yeah, evil mage. So, hier ist auch kein Teleporter, aber in dem. Fuck, das war ein Teleporter. Yep, 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 yep. Der hat uns jetzt in den Raum, in dem wir gerade waren, zurückgebracht. Also, wir müssen mit anderen Worten. Können wir von der anderen Seite daran? Ja, spannend. Hier ist kein Teleporter. Evil Doers, Desiccators, whatever. Auch kein Teleporter. Da ist ein Spinner, das ist egal. Nee, das geht auch noch. Lass mich in Ruhe. Und hier ist jetzt ein Teleporter. Yep. Der uns. Und wir wollen vom Prinzip hierhin oder hierhin. Hier sind die Räume nämlich verbunden. Das heißt, wir müssen irgendwo einen Teleporter finden, der uns. Weil hier kommen wir nicht vorbei. Wir können keine Face Door machen. Das ist zum Beispiel auch etwas, was ich deutlich verbessert finde gegenüber Bazia 1. So eine, ich sag mal, Dungeon-Design-Rätsel. Also keine expliziten Rätsel, sondern wo man quasi sich einen Weg suchen muss, der nicht einfach nur ein Labyrinth ist. Das fängt mit Bard's Tale 2 jetzt an, vermehrt aufzutreten, was ich sehr schön finde. Also wir müssen irgendwie hier an diesem Feld vorbei und an diesem Feld vorbei. Wir kommen hier oben aus diesem
Roommaze gibt es keinen Ausgang nach unten. Das können wir knicken. Von hier kommen wir auch nur da wieder rein, von hier unten. Aber da kommen wir ja auch gar nicht hin. Also müssen wir sehen, dass wir hier irgendwo einen Teleporter finden, der uns dahin bringt, wo wir hinwollen. Ich meine, das ist dank Sesi alles relativ einfach. Wir haben nämlich hier schon mal, ich glaube, wir haben ihn sogar schon mal gesehen. Da. Also, was heißt gesehen? Sesi hat ihn gesehen. So, jetzt sind wir da. Jetzt gehen wir auf gar keinen Fall nach unten. Okay. Und zum Abschluss des Videos lesen wir The Staff of Old, once lost, once sold. Name it to he of purest gold. Okay, Staff of Old ist wahrscheinlich die Destiny Wand. Name it to he of purest gold ist wahrscheinlich der Typ, der für jeden Hinweis Geld haben will. Wer ist das? Wo? Aber ist jetzt nur meine Vermutung. Das ist auf jeden Fall kein Hinweis, den wir für die Snare brauchen. Also wir haben das gemacht. Also das gemacht, das gemacht, das gemacht, das gemacht. Ja, dann würde ich sagen, können wir beim nächsten Mal hier weitermachen. Und dann vielleicht auch die erste Snare lösen. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit mehr Destiny Night. Bis dahin, tschüss.